Okay, meine Freunde, diese Story hier ist auf jeden Fall ab 16. Also bitte nur dranbleiben, wenn ihr wirklich 16 seid. Ich weiß, da wird sich jetzt jeder dran halten, ist klar. Zu einem Video! Ich darf nicht so rumschreien. Es ist Sonntag und es ist so fucking heiß in Berlin. Heute soll der heißeste Tag des Jahres bisher werden. Es sollen dabei bis zu 39 Grad werden. Also ich spüre das. Ich habe eben kurz mit dem Gedanken gespielt, in die Antarktis auszuwandern, weil es mir in Deutschland endgültig zu heiß ist. Ja, auswandern ist relativ krass, deswegen würde ich wahrscheinlich relativ schnell erfrieren. Deswegen würde ich einfach darauf belassen, dass ich vielleicht einfach mal irgendwie nach Grönland fahre in den Urlaub. Aber jetzt immer im Sommer. Das ist übrigens eine perfekte... Vielen Dank, Jonas. Du bist der Überleitungsgott. Das ist die perfekte Überleitung zum heutigen Video. Wir haben heute nämlich was Verrücktes vor. Wir gehen euch heute eure verrücktesten Reisestories durch. Ihr habt schon eine Menge erlebt. Ich habe auch ein bisschen was erlebt. Ich werde ein bisschen was von mir erzählen. Und ich habe sehr, sehr lustige Stories von euch zugesendet bekommen. Darum geht es heute in diesem Video, weil gerade auch so die perfekte Urlaubsstimmung ist. Ich glaube, viele von euch sind gerade unterwegs in Urlaub oder werden demnächst in den Urlaub fahren oder machen vielleicht im wunderschönen Deutschland Urlaub. Und wenn wir gerade vom Thema Urlaub sprechen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr gerade in der Urlaubsvorbereitung seid. Also gerade so eure Sachen packt oder vielleicht auch gerade schon frisch in den Urlaub abgebogen seid. Abgebogen? Losgefahren. Dann kennt ihr bestimmt dieses Gefühl, wenn man so unnormal Angst davor hat, irgendwas vergessen zu haben. Bei mir in meinem Kopf ist es wirklich jedes Mal so ein: Jonas, hast du auch deine Badehose dabei? Ja. Jonas, hast du auch deinen Kulturbeutel dabei? Nennt ihr das auch Kulturbeutel? Ja, Kulturbeutel habe ich dabei. Und Jonas, hast du auch dein Ladegerät dabei für Smartphone? Ich habe gerade richtig gespuckt. Auch das habe ich dabei. Und dann noch so typische Sachen, ob man sein Portemonnaie dabei hat, das Visum, seinen Pass. Es gibt lauter Sachen, die man im Urlaub vergessen könnte. Bei mir ist es aber tatsächlich zum Glück so gewesen, dass ich bisher fast immer an alles gedacht habe. Die wenigsten allerdings denken bei ihrer Urlaubsvorbereitung an einen Gesundheitscheck beim Arzt oder sogar an spezielle Impfungen, die für die Reise wichtig sein könnten. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, auf das ich hiermit gerne kurz aufmerksam machen würde. Es gibt tatsächlich keine Ausreden dafür, sich für einen Urlaub nicht impfen zu lassen. Das ist wichtig, denn logischerweise ist die eigene Gesundheit sehr wichtig. Denn wenn wir nicht gesund wären, dann könnten wir auch nicht in den Urlaub fahren. Dann können wir genau genommen gar nichts mehr machen. Und das ist ziemlich scheiße. Es gibt aber auch ziemlich krasse Krankheiten, gerade in so exotischeren Ländern, über die man sich auf jeden Fall im Vorhinein informieren sollte. Beispielsweise eine Reiseimpfung gegen Meningokokken. Das wird so geschrieben übrigens für Leute, denen das gar nicht sagt. Eine solche Reiseimpfung ist mit 1 bis 2 Arztbesuchen abgeschlossen und wird von den allermeisten Krankenkassen übernommen. Also überhaupt kein Problem, kein großer Aufwand, aber ihr seid gegen diese Meningokokken geimpft. Meningokokken, das sind Bakterien, die über eine Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Und wenn dieser Erreger es einmal schafft, die Schleimhautbarriere im Nasenrachenraum zu überwinden, dann kann das zu schweren Erkrankungen führen, wie zum Beispiel einer Hirnhautentzündung oder einer Blutvergiftung. Und in ganz, ganz schweren Fällen kann das sogar tödlich enden. Und weil wir das alles nicht wollen, logischerweise, sollten wir uns unbedingt vor unseren Reisen informieren. Bevorzugte Ansprechpartner dafür sind die typischen Haus- oder Kinderärzte. Es gibt aber auch spezielle Reisen- und Tropenmediziner, die man besuchen kann. Die sind dann vor allem dafür ausgebildet, einen für besonders exotische, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel mal den Nil entlang wandern wollt oder durch den Amazonas schwimmt, was auch immer ihr vorhabt mit euren wilden Abenteuern, dann solltet ihr zu solchen Ärzten gehen. Die sind dafür nämlich bestens ausgebildet und können euch dann eine entsprechende Impfberatung geben. Also total easy, sollte aber nicht vergessen werden. Genauso wie so ein Visum oder ein Portemonnaie nicht vergessen wird. Alle wichtigen Infos dazu, und das solltet ihr nicht vergessen auszuchecken, sind direkt unten in der Beschreibung www.wirfürsimpfen.de. Direkt unten untergebracht, da könnt ihr also mal draufklicken in der Videobeschreibung. Ja, das kann jetzt da oben weg. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Die größten Reise- und Urlaubsfails. Und dazu, wie gesagt, habe ich auch noch eine ganz kurze Story. Bevor wir also loslegen, hört meiner Story zu. Es ist so heiß hier drin, ich kann es kaum fassen, wirklich. Ich würde gerne den Ventilator anmachen, aber dann wäre es zu laut für das Video. Als wir damals, ich weiß wirklich nicht mehr, ob das in der 10., 11. oder 12. Klasse war, aber es war auf jeden Fall mit der Oberstufe. Wir wollten damals nach London, beziehungsweise eigentlich nach Brighton in der Nähe von London und sind mit einem Reisebus dahin gefahren. Durch diesen Tunnel wahrscheinlich. Ist doch ein Tunnel, oder? Oder ist das eine Brücke? Boah, ich hab's so schlecht noch im Kopf. Auf jeden Fall, bevor wir, also vor der Grenze Richtung Großbritannien, war es so, dass wir alle kurz nochmal auf Toilette gegangen sind, in so eine Tankstelle alle so Rast gemacht haben. Und als wir dann wieder in den Bus kamen, da hat sich aber jetzt niemand drüber gewundert, war die Toilette verschlossen. Also wir haben dann während der Fahrt gemerkt, dass die Toilette zu war, dachte aber immer, dass irgendein Schüler da drin war, bis wir irgendwann gecheckt haben, dass es einfach eine fucking fremde Person war. Und dann hat sich herausgestellt, als wir die Polizei gerufen haben, dass es tatsächlich eine Person war, die illegal über die Grenze wandern wollte, die sich dann heimlich in den Bus gesneakt hat, die Toilettentür zugemacht hat und eben versucht hat, über die Grenze zu kommen. Was absolut crazy ist, klingt wie, also weiß nicht, klingt das für euch spannend? Also für uns war es auf jeden Fall damals mega spannend und so voll das creepy Gefühl, dass wir die ganze Zeit so einen anderen Typen mit im Bus hatten. Also echt eine verrückte Sache. Naja, aber Freunde, ihr habt mir eine Menge lustige Storys zugeschickt und die, würde ich sagen, werde ich jetzt mal vorlesen. Zum Beispiel die hier. Ich war mit meiner Familie in Polen. An einem sonnigen Tag sind wir dann an den See gefahren. Ich war dann halt ein bisschen tauchen. In Klammern zur Info, dieser See war nicht klar, also konnte man unter Wasser nichts sehen. Irgendwann bin ich dann gegen etwas Hartes getaucht und bin schnell wieder aufgetaucht. Und dann wurde es peinlich, weil ich gegen den Schritt von einem Jungen getaucht bin und alle mich gefragt
gesagt haben, ey, was hast du denn da unten gemacht? Das war so unangenehm. Okay, aber warte, ich lese nochmal vor, du bist gegen was Hartes getaucht. Warum war das denn hart? Also, okay. Man sollte vielleicht eher diesen Jungen fragen, was der gerade unter Wasser getan hat. Das ist sein, also, wisst ihr, was ich meine? Egal, wir kommen direkt zur nächsten Geschichte. Aber coole Story, vielen Dank dir. Ich habe hier leider weder Name noch Alter aufgeschrieben, sondern immer nur einfach rausgescreenshottet. Vielen Dank aber an all die Leute bei Instagram. Ha, so heiß ich übrigens selber bei Insta, also wer mir mal folgen will. Warum bin ich so heiser, Alter? Ich war, als ich 11 war, mit meinem Bruder in England auf einer Sprachreise. An einem Tag waren wir dann in England und sind zurückgefahren. Bevor wir in den Bus gestiegen sind, habe ich gedacht, es wäre gut, wenn ich nochmal auf die Toilette gehen würde. Es war dann aber keine Zeit mehr. Als wir zurückgefahren sind, konnte ich es aber nicht mehr aushalten. Mir war es jedoch peinlich zu fragen, ob wir anhalten könnten. Meine Freundin konnte das nicht mehr ansehen und ist zum Busfahrer gerannt. 10 Minuten vor einer Tankstelle bin ich dann nach vorne gerannt und habe gesagt, ich habe doch gesagt, dass ich auf Toilette muss. Und dann habe ich dorthin gepinkelt. Es war mir so peinlich, vor allem, da mein Bruder auch im Bus war. Wenige Leute haben geschlafen, also haben diese es zum Glück nicht gemerkt. Also, ja, Satzbau on fleek. Aber die Story haben wir, glaube ich, trotzdem alle verstanden. Okay, das klingt schon wirklich sehr unangenehm. Einfach so hingepinkelt. Einfach so, du hast ja schon gesagt, demonstrativ einfach vor dem Busfahrer richtig schön hingepinkelt. Finde ich gut, ist eine gute Story. Ja. Die nächste Geschichte. Wir wollten mal in den Urlaub fahren und haben den ersten Flieger verpasst. Dann sind meine Mutter und ich, wir waren nur zu zweit unterwegs, nächsten Flieger gegangen. Leute, könnt ihr vielleicht in Zukunft einfach mal ein bisschen auf euren Satzbau achten? Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber es wäre cool, wenn ihr das tun könntet. Zum nächsten Flieger gegangen, wo wir dachten, dass es der richtige war. Und das war der falsche. Dann sind wir mit dem falschen Flieger zum falschen Ort gefahren. Und der Typ vom Personal hat meine Mom die ganze Zeit voll angemacht. Naja, als wir dann am anderen Ende ankamen, haben wir dann den richtigen Flieger zum richtigen Ort genommen. Okay, ich hab's gar nicht gecheckt, die Story. Was zur Hölle? Okay, also ihr müsst unbedingt lernen, Punkte zu setzen, meine Freunde. Unbedingt. Es müssen nach jedem Satzende muss ein Punkt kommen und dann der nächste Buchstabe wird nach einem Leerzeichen groß geschrieben. Also ich weiß nicht, ob ihr generell einfach die Schule skippt oder so, aber es wird so gemacht, normalerweise. Die Story hier ist auf jeden Fall gut, Leute. Okay, Jonas, halt dich fest. Letztes Jahr bin ich mit meiner Familie in den Urlaub geflogen. Ich bin fast jeden Tag schwimmen gegangen, bis auf den einen Tag, wo mich ein Mädchen angesprochen hat. Sie fand mich hübsch und fragte, ob sie meine Nummer haben kann. Daraufhin sagte ich, ja, weil sie hübsch war und auf jeden Fall haben wir dann noch ein bisschen geschrieben, wie ich wieder vom Urlaub zu Hause war. Als, das ist eine zeitliche Angabe, als ich wieder aus dem Urlaub zu Hause war. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieses Mädchen ein paar Häuser weiter wohnt. Wir haben uns gleich getroffen und ja, jetzt sind wir ein Paar. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Ein Fall für Akte X. Akte X? Ist das Akte X? X-Faktor, das ist unfassbar. Aber könnte auch Akte X, glaube ich, sein. Aua, mein Fuß. Okay, Leute, ich habe mir wie immer die legendärste Story zum Schluss aufgehoben. Wahrscheinlich wird der Titel auch so in die Richtung heißen. Ihr erkennt mich ja, ich bin am Meister im Titel finden. Ja, Leute, das ist jetzt eine Story, die ist ab 16. Diese Story, mein Lieber. Ist ab 16. Fangen wir mal an, meine Freunde. Puh, Jonas, jetzt hier eine Story für deine älteren Zuschauer. Als ich mit 16 Jahren mit einer Jugendgruppe nach Lorette Mar... Okay, Moment, stopp. Ich muss kurz einhaken. In Lorette Mar war ich auch schon zweimal. Und es waren wirklich unver... Also, es waren crazy Zeiten. Für die jüngeren Leute, die nicht wissen, was Lorette Mar ist. Lorette Mar ist ein Teil von... Also, es ist eine Stadt oder eine Gemeinde in Spanien. Also, da ist im Sommer wirklich 24/7 Party. Und da fahren tatsächlich fast nur deutsche Touristen hin. Und das vor allem Leute im Alter von 16 bis 24. Ist es so eine ganze Partymeile mit ganz vielen Clubs und lauter besoffenen Jugendlichen. Also wirklich, wenn man sich entweder den Untergang unserer Gesellschaft angucken möchte, geht dorthin. Oder wenn man selber zum Untergang unserer Gesellschaft beitragen möchte, geht auch dorthin. Das ist wirklich, es ist wirklich zum Schießen. Als ich mit 16 Jahren mit einer Jugendgruppe nach Lorette Mar gefahren bin, hatte ich natürlich schon vieles von diesem Partyort gehört. Dass es aber so krass werden würde, hätte ich niemals gedacht. Eigentlich war ich nie so eine. Du weißt schon. Ah ja, jetzt kommt die klassische Story, ich verstehe schon. Sie ist ja nicht so eine, ist klar. Also war ich die ersten beiden Nächte auch normal feiern, ohne dass ich einem Jungen eine Chance gegeben habe. In der dritten Nacht allerdings habe ich direkt am Anfang, als wir die ersten auf der Tanzfläche waren, einen Typen kennengelernt, der mir irgendwie mega vertraut vorkam, aber irgendwie auch mega geil wirkte. Es war halt total dunkel und ich war leicht, du weißt schon, angetrunken. Jedenfalls haben wir erst getanzt und dann rumgemacht. Und meine Freundinnen haben mir auch gesagt, was? Achso, und meine Freundinnen haben mir auch immer gesagt, im Urlaub hat man den besten... Das ist ein guter Titel, ich glaube das nehme ich als Titel. Im Urlaub hat man den besten... Das ist eigentlich ein lustiger Titel, mal gucken. Also nehme ich irgendwann den Typen an die Hand, um mit ihm ins Hotel zu verschwinden. Ah krass, dass es aber hier das Mädchen macht, weil meistens ist es schon andersrum. Wobei es cool ist, ich finde es cool, wenn Mädchen auch mal den ersten Schritt machen. Doch auf dem Weg, als ich ihn dann mit mehr Licht gesehen habe, wäre ich vor Schreck fast umgekippt. Der Typ war einfach der Ex von meiner besten Freundin. Ich habe ihn natürlich sofort weggeschickt, aber meine Freundin weiß bis heute nichts davon. Oh mein Gott. Okay, das ist echt eine Oh mein Gott Story. Das muss schon hart unangenehm sein, wenn sowas passiert. Einfach den Ex-Freund, also mit dem Rummachen von der... Das würde mich interessieren, meine Freunde. Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Würdet ihr sagen, dass es okay ist,
ist, was mit dem Ex-Freund von der besten Freundin oder vom besten Freund zu haben. Also mit der Ex-Freundin vom besten Freund oder Freund, wenn ihr gleichgeschlechtlich, egal. Ihr wisst, was ich meine. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten, wenn euch das Format gefallen hat, war ein bisschen oldschool. Wie damals peinliche Geschichten immer. Also das Format ist lange her, aber es war immer sehr lustig. Wenn es euch gefallen hat und ein bisschen an die Youth- und TV-Zeiten zurückerinnert hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn das nächste Video kommt. Euch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, Leute.